Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit Hardstyle. Heute geht es um Portal. Das Spielprinzip ist eigentlich recht simpel. Man hat eine Gun, die Portale öffnen kann. Ein blaues und ein orangenes. Diese Portale kann man, wie man hier sieht, an diese weißen Wände schießen. Links zum Beispiel jetzt ein blaues, rechts ein orangenes. Und durch diese Portale kann man hindurch laufen und kann dadurch auf andere Ebenen gelangen oder an Bereiche, die man zu Fuß nicht erreichen könnte. Nach aktuellem Stand gibt es zwei Versionen, Portal 1 und Portal 2. Ich habe mich dazu entschieden, zuerst Portal 1 zu spielen. Portal 2 ist ein etwas komplexer, hat viel mehr Features. Und ich würde mich auch wesentlich dümmer anstellen, als ich es wohl in Portal 1 jetzt tun werde. Und vor allem, man spielt ja hier auch ein bisschen so die Vorgeschichte. Und es würde ein gewisser Teil fehlen, würde man direkt mit Portal 2 einsteigen und Portal 1 einfach links liegen lassen. Darum fangen wir mit Portal 1 auch an. So. Also gehen wir jetzt mal auf neues Spiel. Testkammer 0. Neues Spiel starten. So. Das ist unser kleiner Raum, Wohnbereich mit diesen wirklich kultigen Radios. Da muss ich mich wirklich mal informieren, ob es... Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Aperture. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas... Por favor, perdón, me fallar mucho. Vorsicht, das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Genau, das sind die Portale. Was ich erzählen wollte oder sagen wollte, ich muss mich wirklich mal informieren, ob es diese Radios hier tatsächlich so gibt. Weil die finde ich wirklich klasse. Die trifft man auch häufiger mal hier im Spiel und man kann so rumtragen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Genau. Naja, gut. Das ist unsere schöne, saubere Toilette. Und das stylische Bett. Also ob das wirklich bequem ist, naja, das wage ich mal zu bezweifeln. Also, alleine ist es okay, aber zu zweit dann in so einer Kapsel ist dann doch ein bisschen eng, glaube ich. Na gut, vielleicht gibt es aber diese Partnerkapseln, keine Ahnung. So, gehen wir einfach mal durch das Portal. Und so sehen wir übrigens aus. Wir spielen eine weibliche Hauptdarstellerin. So. Und wir sehen uns eigentlich hier direkt in dieser Kammer auch. Ja, diese zwei Portale sind, wie gesagt, miteinander verbunden. Und die haben wir jetzt selbst zwar nicht geöffnet. Das war dieses Computersystem GLaDOS. Die hat diese Portale für uns geöffnet. Und aber so funktioniert im Prinzip das Spiel an sich, dass man selbst diese Portale öffnet mit der Portal Gun und kann dadurch... ja, durch die Testkammern wandern, weil wir jetzt diverse Testkammern durchlaufen müssen und diese Tests bestehen müssen, um deren Tests abzuschließen. Was die genau bringen für diese Firma hier, weiß ich jetzt gar nicht. So. Das ist ein sogenannter Cube. Dieses Rätsel ist eigentlich recht einfach. Ja, der Cube muss hier rauf. Gut gemacht.
Bitte Dankeschön. Begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Okay. Hab's überlebt. Testkammer 1. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast-Superkollisions-Superknopf. Ja, hier durch. Okay. Zu langsam. Durch. Jetzt wieder hier rein. Ja, komm. Geht doch drauf. Perfekt. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. So. Also am Anfang ist es noch recht einfach. Sie machen das sehr gut. Dankeschön. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Nicht gut. Leichte Nebenwirkung. So, gehen wir mal rein. Müssen wir dann wohl durch. Schau mal. Sehr gut. Ah. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher, das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus... Alles klar. So, da oben ist es orange, ne? Das war ja schon. Wir müssen hier durch. Also einfach nur ein Portal hier hin. Und kommen hier oben wieder raus. Begeben Sie sich in die Kammerschleuse. Test Kammer 3. So, wir müssen da rüber. Kammerschleuse, ich denke, ich muss dann hier rein. Ja, ich muss da rüber. Gut. So. Wie komme ich jetzt aber da hoch? Logisch, logisch. Sehr gut. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. Tja, dazu müsste man eine Tochter haben, ne? Ja, jo.
dem Sohn würde ich mich auch zufrieden geben, so ist nicht. Willkommen in Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Wobei ich mich doch ein bisschen dumm anstelle, habe ich das Gefühl. So, hier haben wir ein orangenes Portal. Hier fällt ein Cube in die Leere. Ja gut, holen wir den mal. So. Den stellen wir hier drauf. Auch das war wieder sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Oje, oje. Auf mich alleine gestellt. Ganz allein. Ohne Kameras. Testkammer 5. Achtung, Cubes von oben. Und es ist doch eine Kamera anwesend. So, wir haben hier zwei Schalter. Die müssen wohl beide aktiviert werden für die Tür. Wir haben hier ein orangenes Portal. Und hier ein Cube. So, nehmen wir den Cube mal mit. Ha, Volltreffer. So. Schaffe ich jetzt nochmal? Ah. Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2, Ende der Wahrheitsverzerrung. Lügen finde ich sowieso nicht toll. Warum lügt GLaDOS uns an? Haben wir ihr was getan? Wir sind ja eigentlich nur ein Testobjekt. Ja, wo ist die Tafel? Da. Sicherheit ist eins der Ziele des Enrichment Centers. Doch die Energiekapsel von Aperture Science, links von der Kammer, kann dauerhafte Schäden wie Vaporisierung hervorrufen. Passen Sie auf. Also das Ding am besten nicht berühren. Okay, das will hier runter. Es muss wahrscheinlich hier rein. Also muss hier rauskommen. Unglaublich. Sie, Subjektname hier, sind wohl der Stolz von Subjektwohnort hier. Meine Eltern sind auch hier? Warnsignale sind für alle Mobilgeräte Vorschrift. Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Energiekapsel irritieren und wurden daher zu ihrer Sicherheit deaktiviert. So, wieder einfach. Das muss hier rein, damit es hier rauskommt. Gut, jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Aperture Science zur Kammerschleuse. Das ist ja auch einfach. Müssen wir dann hier rauskommen. Ja, sollte gehen.